Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir sind hier stehen geblieben. Letzte Folge haben wir hier einen ganz doofen Tod hingelegt. Aber vielleicht wird es ja diesmal ein bisschen besser. Wir gucken mal. Gott, wo kam er denn her? Hab ich nur gewundert, die Ketten mache ich doch sonst. Und jetzt auf einmal waren die bei mir drum. Ich muss auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen, wie das dann immer so ist. Wir machen hier erstmal den ganz ruhigen und gehen auf Nummer sicher. Wo ist der denn da hinten? Steht hier gleich einer um die Ecke? Ja, alles klar. Ich leg mich mit jedem an. Ich bin verändert und kann alles, mein Freund. Ja, wir müssen hier mal ein bisschen mehr Deckung suchen. Jawohl, also mit Lava geschossen klappt das soweit schon mal ganz gut. Headshots sind noch nicht so drin. Hat das sogar den da hinten erwischt. Es geht echt weiter, als man denkt. Ich kann es nur immer wieder erwähnen. So, wo haben wir? Vorarbeiter Bob. Ach du Scheiße. War ein bisschen ungünstig gerade. Vorarbeiter Bob kommt auf Nahkampf. Scheiße, hier haben wir eine Sackgasse. Da will ich nicht unbedingt rein. Oh, ich habe kaum noch Leben. Wir müssen den unbedingt tot kriegen, sonst haben wir ein Problem. Er hält halt echt ein bisschen was aus, der Gute. Ich würde gerne die Lavageschosse noch aufrechterhalten. Wir machen mal diesen. War ein bisschen riskant. Hat so gut wie gar nichts gebracht, weil wir nur einen Gegner erwischt haben. Naja, der ist auf jeden Fall auch gleich tot. Dann haben wir erstmal wieder unsere Ruhe hier hinten und können den Rest mal ganz entspannt holen. Vielleicht gehen wir auch nochmal aufs Scharfschützengewehr. Die sieht man ja gar nicht dort. Sind hier schon wieder für Ketten. Die sind einfach noch da, ne? Ich dachte schon, uns überrascht wieder einer. Den sehe ich nicht so wirklich. Da guckt ein Köpfchen vor. Haben wir. Ja, da hinten ist halt echt beschissen zu treffen. Aber wir machen das jetzt erstmal ganz entspannt, bis ich auch wieder reingekommen bin ins Spiel. Ich habe keinen Bock, wieder Weltstufe zu verlieren. Mal, warum trifft denn der nicht? Geht doch. Ist halt eigentlich schon wieder ein bisschen zu low, das Scharfschützengewehr, aber wir haben gerade nichts anderes. Die verstecken sich jetzt alle schön. Jetzt sehe ich ihn doch. Ist halt cool, dass das einfriert. Hat man ein bisschen mehr Zeit, auf den Kopf zu zielen. Ist eigentlich gar keine schlechte Eigenschaft für ein Scharfschützengewehr. Zumindest mit meinen Skills. Aber alles ganz entspannt. Und keine Muni mehr. Geil. So viel zum Thema entspannt. Müssen sie ja, wie gesagt, alle nicht unbedingt direkt totschießen. Eigentlich reicht es ja auch immer ein bisschen zu treffen. Den Rest macht dann die Verbrennung und natürlich auch die Ketten des Todes. So, wir müssen es doch bald haben. Ich hoffe mal, den da drüben bringt es gleich um. Nee, es hat nicht ganz gereicht. Ey, ist doch gut. Mist, jetzt haben wir die Lavageschosse verspielt. Und ich renne hier schon wieder rum wie auf dem Präsentierteller. Ist es bloß noch der eine? Das war echt so ein richtig dummer Tod letzte Folge. Aber naja, solche Sachen passieren halt auch manchmal. Hallo. Komm mal vor deiner Kiste vor. So, nee, jetzt kommen natürlich neue Gegner. Wer hätte es gedacht? Wir haben einfach nur schon wieder eine richtig scheiß Position. Ich habe keinen Bock, dass die uns umrennen. Jetzt haben wir es geschafft. Hey, alles nur wegen dem Holzfällerlager. Wir gucken nochmal schnell rum. Vielleicht finden wir ja noch eine Kiste. Jo, da hinten leuchtet schon eine. Perfekt.
Sah nach Müll aus, wird's wahrscheinlich auch sein. Deswegen hau ich mir jetzt Muni rein. So, ich seh viele weiße Punkte. Das sind das alles die Mitarbeiter, die hier gefangen geworden halten? Ja, irgendwie so, ne? Gefangen gehalten wurden. Was quatsch ich für einen Scheiß? Okay. So, dann nehmen wir mal das Ding hier vorne noch. Und dann haben wir es doch geschafft. Gegenstand aufheben. Wir haben einen Schlüssel. Jetzt sag mir bitte, dass das hier die Guten sind. Dass die Punkte jetzt nicht alle rot werden. Nee, sieht wie ein Gefängnis aus. Passt. Noch eine Kiste, auch nicht schlecht. Okay, komm, wir gehen. Wir kriegen wieder neue Herren? Neue Herren? Was ist denn mit den Alten? Ich weiß nicht. Leute waren hier. Corrigans, glaube ich. Die haben alle umgelegt. Aber ist egal. Wir machen einfach, was man uns sagt. Holzhacken, Wasser tragen. Mir doch egal, wer die Knute hält. Okay, scheiß drauf. Hier ist keiner mehr. Ihr könnt gehen. Nein. Was? Nein, bitte lass mich bleiben. Die schicken mich wieder zum Kämpfen. In den Gräben. Hier arbeite ich bloß. Und hab was zu essen. Bitte, glaub mir doch. Na, schön. Ja, er ist nicht so der geborene Soldat, aber ist ja auch nicht schlimm, wenn er lieber Holz hacken will, warum nicht? Ich sollte Karl mal von dieser Riesenscheiße erzählen. Damit haben wir es auf jeden Fall erledigt hier. Bin mir nicht sicher, haben wir noch eine aktive Quest, weil wir hatten ja mehrere angenommen. Freie Wagnerschaft, lokale Mission. Sieht gut aus, ich glaube mehr ist es nicht. So, was sagt denn das Navi? Wir haben doch bestimmt... Genau, hier ist der Schnellreisepunkt. Wieder zum Lager. Und dann müssten wir es geschafft haben. Dann haben wir alle Quests hier abgeschlossen in dem Gebiet. Dann können wir uns ans nächste wagen. Gucken wir da nochmal auf der Karte, wenn wir den Truck oder wenn wir im Truck sind oder wenn wir die Dings ansprechen. Wie heißt sie? Channa, mir fällt es gerade nicht ein. Was wir denn noch alles so für Missionen offen haben. So, wir müssen hier rein. Der Typ war doch hier drin. Das war doch der Koks-Schniefende. So nannten sie ihn. Wenn du... Okay. Kommt der rein. Ich war im Lager. Deinen Arbeitern geht es gut. Corrigan hatte dort die Kontrolle. Corrigan! Scheiße! Ich dachte, wir wären Verbündete, Mann! Und er bestiehlt mich? Verfickte Kacke! Oh. Und du hast all seine Leute umgelegt? Corrigan, der Arsch, kreuzigt mich jetzt! Wenn du ihn siehst, musst du ihm sagen, ich hatte damit nichts zu tun. Nein, vergiss es. Gib mir meinen Lohn. Ich bin hier fertig. So, da haben wir unseren Lohn. War kein Kokain, zum Glück. Hätte ich auch nicht angenommen. Mantel des Geistball Samiras. Balsam. So, was haben wir denn hier? Alles schlechter außer das, aber alles blau. Verzehrendes Feuer ist hier schon drauf. Brandbombe. Eruption. Ist alles Mist. Nehmen wir das. Augen wir alles nicht. So, Nebenmission abgeschlossen. Perfekt. Dann lasst uns mal ganz kurz an den Truck gucken. Jetzt ist die Frage, war hier im Lager der Truck überhaupt? Oder mussten wir
Ah doch, hier. Chana ist hier. Chana, ne? Ja, genau. Wusste ich's doch. So, wir müssen los, bereite den Truck vor. Dann lasst mal schauen. Wir sind im Dead Rock Pass, wir haben alles abgeschlossen. Trenchtowns sind eh plus die andere Mission, die wir danach abgeben müssen. Wir haben im Steinbruch noch das Erbe der Outriders in den alten Ruinen. Alte Mächte. Dann haben wir hier eigentlich bloß noch Eagle Peaks und Rift Town. Cool, und halt hier die zwei Geschichten noch. Und hier oben ist noch eine Historiker-Mission offen. Dann würde ich sagen, lasst uns mal nach Eagle Peaks machen. Wir machen die Mission noch, dann machen wir Rift Town die Mission noch. Dann können wir hier die Hauptmission nochmal weitermachen. Und nach der Hauptmission kümmern wir uns um die drei Geschichten hier noch. Und dann haben wir doch alles. Soweit zumindest. Wäre schon schön, wenn wir es abschließen und auch alles fertig ist. Das habe ich mir jetzt doch so vorgenommen. Ich hatte ja lange überlegt und habe mal gesagt, wir machen es nicht. Und habe gesagt, wir machen es, weil mich das alles so ein bisschen angenervt hat, weil wir definitiv eine Mission doppelt machen mussten. Ah, selbst wenn wir es jetzt mal doppelt sehen, dann ist es so. Aber ich möchte das Let's Play wirklich gerne abschließen und sagen können, hey, wir haben alles gemacht. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir das schaffen. So, jetzt lasst mich mal überlegen. Wir sind jetzt hier im Lager. Sehenswürdigkeiten-Konvoi. Was haben wir jetzt hier noch? Wir haben hier die Historiker-Mission, wir haben die Gesucht-Mission, wir haben hier unten die Jäger-Mission. Jetzt müssen wir mal gucken, oder oben. Ich glaube, das ist das, wo wir mit der Seilbahn hinkommen. Also würde ich sagen, wir reisen jetzt mal eine Runde mit der Bahn. Gefühlt haben wir das zwar auch schon gemacht, aber ich glaube, wir müssen da oben hin, ne? Ich glaube, wir müssen hier unten in die Seilbahn. Und die haben hier immer noch den geilsten Job. Zum Funkturm reisen, genau. Ich meine, die drei Missionen, das geht schnell. Das schaffen wir wahrscheinlich in dieser und der nächsten Folge. Dann haben wir bloß noch Rift Town. Und dann können wir noch mal ein bisschen Story weitermachen. Weiter. Wie spannend. Eine Seilbahnfahrt. Dafür, dass wahrscheinlich jetzt trotzdem noch ein Ladebildschirm kommt. Super. Das hätte man schon machen können, dass das in der Zeit fertig geladen ist. Naja. So, hier haben wir die Jägermission. Das wird interessant. Oder Jagdmission. Ja, wär dumm, wenn du es nicht tust. Da ist das und jetzt haben wir aber ist hier drüben schon, achso, nee, das ist schon angezeigt, dass wir hier weiter runter sollen. Zur Frostklaue. Da haben wir einen schönen Text zur Frostklaue und ich würde mir ganz gerne das auch noch auf aktiv setzen, dass wir uns hier nicht verlaufen. Obwohl das mit Navi natürlich trotzdem noch passieren kann. So, was sagt uns Navi? Rechts lang? Jo. Na hallo. Die kleinen Perforos, es sind immer noch meine Lieblingsgegner. Ich mag es einfach, wenn man draufballern kann und die fallen um. Halten halt nichts aus, machen zwar viel Schaden. Aber immer noch das Einfachste, was dir hier so entgegenkommt. Aber ein bisschen doof eingesetzt gerade. Damit habe ich uns die Lavageschosse vergeigt. Aber selbst ohne Lavageschosse, Weltstufe 12 und so ein Alpha fällt einfach direkt um. Also, na, direkt ist übertrieben, aber fällt trotzdem schnell um. Ich muss mir meine Maus mal irgendwie anders hinlegen. Die viel zu weit vorne auf dem Tisch, dass ich den Arm einknicken muss. Kein Wunder, dass ich hier nichts treffe. Nein, verdammt, ich dachte, hier sind noch ein paar kleine Gegner, an denen ich mich hochziehen kann. Dann eben so. Ist gar nicht geguckt, ob hier noch was lag, aber was soll's. In den Truhen ist irgendwie eh fast nur Mist drin. Da können wir auch einfach mal durchrennen. Wird wahrscheinlich eh nichts gelegen haben, weil hier gibt's bestimmt irgendwo was. Und hier wird bestimmt gleich unser Homie kommen.
Ach, da ist er doch schon. Ah ne, war ein Alpha. Gibt's ja wohl nicht. Wenn der Nahkampf macht, mache ich auch Nahkampf. Habt ihr ja gesehen, wer gewinnt. So, da ist... Ist das die Frostklaue? Das ist die Frostklaue. Das war der Vogel. Kann ich den einäschern? Funktioniert. Ah, ist schwierig zu treffen, das Biest. Ey, wollte gar nicht zurück. Aber irgendwie gefühlt macht er nichts außer rumzappeln. Ja, wenn ihr mich fragt, haben wir das auch schon gemacht, aber es ist halt, wie gesagt, echt schwer auseinanderzuhalten, wenn man mehrere Charaktere hat und alles schon mal gespielt hat. Vielleicht irre ich mich auch einfach nur. Und selbst wenn wir es doppelt spielen, dann ist es halt so. Umso besser sind wir vorbereitet für das Ende. So, das war's schon. War ja wirklich locker flockig. Lass mal schauen, ob es hier noch irgendwo eine kleine Kiste gibt. Ja, da haben wir doch eine. Und wie immer nur Müll. Inventar müssten wir dann zeitnah auch nochmal ausleeren. Vielleicht, wenn wir hier mit den Quests durch sind, können wir nochmal nach Trenchtown reisen. Obwohl, nee, mittlerweile haben wir Bailey im Camp, ne? Ja, ne, wir können es ja an Bailey verkaufen. Umso besser. So, dann lasst mal gucken, wo rennen wir denn gerade rum? Wir sind hier. Wir könnten jetzt eigentlich hierhin reisen und den Bogen laufen. Das war als nächstes die Gesucht-Mission machen. Einmal, was ist denn da schlauer? Hier oder hier? Eigentlich ist das näher. Müssen wir mal kurz auf die Karte gucken. Wo wir das am besten finden, weil auf der Minimap sehe ich es gerade leider noch nicht. Also so absolut gar nicht. Da die Frage, hier kommen wir hier lang? Ja. Wir haben zumindest schon mal eine Truhe und ein Sammelobjekt. Cool. Ich mach's nochmal schnell auf für alle zum Mitlesen. Ja, wo verbirgt sich die Historiker-Mission? Die Gesucht-Mission war's. Das ist gerade so ein bisschen die große Frage. Weiß nicht, kommen wir da oben in die Tür noch rein? Geht die noch auf? Nee, ne? Ja, schwer zu sagen, ne? Ist halt doof. Wird einfach nur angezeigt, wir sind hier und dort soll die Mission sein. Seilbahnstation bei den Bunkern. Gesucht Hagelsturm, also an der Seilbahnstation. Die ist wahrscheinlich da oben drin, oder? Ich kann noch mal kurz hier hochlaufen, aber ich glaube nicht, dass das hier viel besser wird. Wird zumindest auch nichts auf der Karte angezeigt. Ach, das ist immer so ärgerlich. Es wäre so cool, wenn man die Mission einfach auf der Karte anwählen könnte. Und das Navi schickt dich hin oder sagt dir zumindest eine Himmelsrichtung. Oh, die wollte ich jetzt eigentlich nicht rufen. Die Sache ist, wir haben uns halt auch null bewegt, wir sind immer noch hier. Ob die Mission jetzt... Ah, Gott. Ob die Mission jetzt wirklich hier ist, naja, wir gucken mal. Wir bringen die mal noch um. Laufen mal da runter. Warum waren denn die Lavageschosse jetzt weg? Ich dachte eigentlich, ich habe die schon aktiviert. Ah, schön Massendamage, jawohl. Die haben einfach so gar keine Chance mehr gegen uns. Es sind halt nur echt verdammt viele dafür, dass es wahrscheinlich trotzdem der falsche Weg ist. Obwohl das hier auch so ein bisschen Seilbahnstation ist. Naja, wir gucken mal. Irgendwo werden wir es finden.
So, zwei noch. Da oben ist einer, hier unten ist einer. Kriegst du erstmal auf den Kopf. Vielleicht ist das ja hier der Haupteingang. Vielleicht finden wir es hier irgendwo. Oh ne, hier geht's auch nicht rein, ne? Doch, hier geht's rein. Dann dort durch die Tür. Dann kommen wir zumindest hier in die Station rein. Das könnte prinzipiell schon hinhauen. Naja, wir machen jetzt erstmal Schluss mit der Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 17 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin, macht's gut.